Da vorne hat es gut geklappt, bis auf meine zwei Beschissstückchen. Was aber gar nicht so schlecht ist. Ich habe nämlich keinen Gummihammer, den hat man mir irgendwo beim Zelten geklaut, glaube ich. Ich habe jetzt einfach so ein Stückchen, so ein Reststück genommen und einen Holzhammer. Das funktioniert wunderbar, weil ist ja ein Gummi unten drauf. So, jetzt auch zum anderen Problem. Wenn ich jetzt wieder mit einer ganzen Platte anfange hier und dann weitermache, der Ausschnitt ist kein Problem, der funktioniert wunderbar. Aber ich sehe schon, da hinten wird es mir nicht ganz ausgehen. Und deswegen muss ich hier tricksen. Und ich denke, ich werde tricksen, indem ich von der Platte zwei Drittel abschneide, dass ich mit einem Drittel anfange, dann ganze Platte, weil sonst wäre ich hier wieder so knapp rausgekommen. So habe ich es mir zumindest aufgezeichnet. Ich schaue das nochmal nach, bevor ich jetzt anfange zu schneiden und am Ende noch Verschnitt generiere. Ihr seht ja dann, was passiert. Jetzt habe ich mir die Platte schon mal auf die richtige Länge zugeschnitten. Jetzt geht es noch um diese Ausklinkung hier. Die messe ich mir jetzt einfach mit meinem Meterstab, den ich schon wieder verlegt habe. Die messe ich mir jetzt einfach 10 und dann kann ich mir das hier übertragen. Und dann werde ich mir den ersten Schnitt, den kurzen, den mache ich mit der Stichsäge, den langen mache ich mit dem Cutter und kann die Kante brechen. So zumindest der Plan. So, jetzt ist es passiert. Ich habe mich verschnitten. Okay, vielleicht aber kann ich die woanders nochmal einbauen. Da muss ich jetzt ein bisschen drauf achten, weil sonst runne ich hier bald out of material. Das wäre ganz schlecht. Das wäre ganz, ganz schlecht. Ich mache jetzt hier den großen Raum weiter, da müssen wir nicht zuschauen. Wir sehen uns hinten, wenn die letzte Leiste kommt. Und bis dahin schwitze ich hier ein bisschen fröhlich vor mich hin. Wir haben hier drin 26 Grad bis 25 Grad, darf er den Boden verlegen. Ich gebe den Thermometer jetzt einfach mal M Grad Toleranz. Kommt, bevor man das im Sommer macht. Also. Hm.
Wir haben es bis in die Ecke geschafft. Der Verschnitt hält sich sogar an Grenzen, bin erstaunt. Haben ein bisschen hinexperimentiert. An ein, zwei Stellen gibt es ein Fehlerchen, wo das Muster sich mal kurz wiederholt. Das ist mir relativ wurscht. Und einmal habe ich die Überschneidung etwas zu kurz. Die gleiche Geschichte wie vorne an der Tür eigentlich schon. Ich mache mir hier so eine Ausklinkung. Das Einzige, was ich sehe, die blöde Leibung hier, die geht nach hinten hin ein bisschen zu. Deswegen werde ich mich relativ scharf dran halten. Aber das, im Endeffekt zeichne ich es mir wieder an. Ein Stück mit der Stichsäge, ein Stück mit dem Cutter und dann sollte es da reinpassen. Da drüben habe ich das Gleiche und dann endlich letzte Zeile. Verlegt, richtig geil, hat perfekt gepasst, mir ist sogar was übrig geblieben und der Verschnitt hält sich in Grenzen, richtig super. Für mich war es das heute und bei euch macht es gleich Klick und dann ist wieder ein Tag weiter, da mache ich nämlich noch die Sockelleisten, die habe ich jetzt nicht da. Wie versprochen geht es jetzt für mich weiter mit den Sockelleisten, also bei mir sind jetzt 4 Tage vergangen. Ich habe schon angefangen und ich hasse diesen Altbau. Ich liebe diesen Altbau. Altbau, 60 Jahre. Aber ich hasse, so wie halt damals gebaut wurde. Es ist alles krumm und schief. Also ich habe meine Gehrungen so gut es geht ausgemessen in den Ecken. Ich zeige sie euch einfach nicht. Weil, wenn mir schlecht wird, lauft ihr davon. Das will ich euch nicht anzeigen. Das will ich euch nicht zeigen. Dann schmiere ich nachher Silikon rein, bis alles voll ist. Dann sieht man das nicht mehr. Deswegen, ihr seht die schönen Seiten dieses Zimmers, wo hoffentlich die ganze Geschichte ein bisschen passt. Ich habe mir jetzt hier schon mal ein schönes langes Wandstück rausgesucht, aber gibt es nicht nur 2 Gehrungsschnitte. Und so zeige ich einfach mal, wie ich jetzt die Sockelleiste verlege, weil danach habe ich es eigentlich und ihr seid entlassen. Und im nächsten Video geht es dann irgendwie weiter mit den leeren Dosen da überall in der Wand. Vielleicht. Vielleicht fahre ich auch erstmal in Urlaub. Hätte ich mir verdient, oder? Wie fange ich jetzt an? Ich habe ja noch den Rand im Streifen dran, damit vorher kein Dreck reingefallen ist und mich das den neuen Boden anlegen konnte. Und genau der kommt jetzt erstmal weg. Der ist jetzt weg. Ich habe mir jetzt schon mal die Sockelleiste, die ich hier verbauen möchte, schon mal kurz hingelegt. Und ich habe vorhin schon gesagt, die ist länger, also die Wand ist länger wie die Sockelleiste, deswegen wird es jetzt hier ganz einfach. Ich schneide mir hinten die Gehrung zu, so dass sie passt oder dass ich ein bisschen bescheißen kann. Wenn es perfekt gebaut ist, ihr könnt es natürlich auch mit einer Winkellehre, mit einer Schmiege nochmal nachmessen. 100% passt dann nie, weil die Wand verbiegt sich auch in die Richtung. Also bei mir ist alles krumm und schief, deswegen wird keine Gehrung zu 100% passen. Ist aber mir auch relativ wurscht, vor den meisten Ecken stehen Möbel, also sehe ich sie nicht. Und damit das Ende jetzt am Schluss nicht so offen dran liegt und dann so ein ganz stumpfer Stoß Platte an Platte kommt, werde ich mir da, und zwar aus Sichtseite vom Raum weg,
eine Gehrung reinschneiden auf 45 Grad und da schiebe ich dann die nächste Sockelleiste ein. Und dann hinten kommt schon die nächste Ecke und jetzt gehe ich mal runter in den Keller und schneide mir hier die Gehrungen zu, weil ich war ehrlich gesagt zu faul, die Carbon-Gehrungssäge hier in den ganzen Shop zu machen. Auch dass der Raum so krumm und buckelig ist, passt die Gehrung ausnahmsweise mal sogar recht gut. Die einzige Geschichte war hinten, die Ecke ist bei mir nicht perfekt eine Ecke, sondern da ist der Putz so ein bisschen rund. Deswegen habe ich hinten einfach nochmal die Ecken mit dem Cutter ein bisschen weggeschnitten. Dann passt das. Also die Rundung auch in der Sockelleiste noch ein bisschen mitgenommen. Wie mache ich die jetzt fest? Es gibt mehrere Möglichkeiten. Ich stumpfe Schrauben. Also Schrauben und Dübel. Und ich habe dazu passend Schrauben mit einem weiß lackierten Kopf. Die fallen darauf gar nicht mehr auf. Die mache ich vom Sockelleisten Anfang und Ende jeweils 10 cm eingerückt und dann in so einem Abstand von einem halben Meter bis 60 cm. Ich zeichne mir das jetzt erstmal an, bohre die Löcher vor und dann übertrage ich mir das an die Wand. Wenn ich mir dann alles vorgebohrt habe, dann nehme ich mir hier einfach so einen Schraubenzieher, den ich mir einfach angespitzt habe, einfach mal auf die Wand übertragen. Und weiß genau, wo ich bohren muss. Hoffe ich zumindest, dass es wieder mal klappt. Jetzt kann ich mir das Ganze passend für meine Dübel, bei mir ist es ein 5er Bohrer, einfach vorbohren. Und so geht das jetzt reihum rund um den Raum. Das könnte ich euch jetzt alles noch zeigen, aber ich möchte euch nicht langweilen und von nichts abhalten. Deswegen bleibt mir nur, euch zu sagen, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben nicht vergessen. Abo, Glocke, alles schon heute mal gesagt. Ihr kennt den Text. Ich freue mich drauf. Und ansonsten, wir sehen uns hoffentlich bei einem nächsten Video wieder. Mein Problem, euer Problem ist mir zuzuschauen und meinem Geschwafel standzuhalten.